Der Fortnite Kapitel 4 Season 1 Battle Pass wird Tag zu Tag immer mehr geleakt. Heute werde ich euch zeigen, alles was wir bis jetzt darüber wissen und noch viel mehr über die nächste Season. Zuallererst müssen wir erstmal klarstellen, das neue Kapitel ist auf den Staging-Servern und das Live-Event findet am 3. Dezember 22 Uhr samstags unserer Zeit statt und es gibt keine Verspätungen oder sonst was. Es findet ganz normal statt, nichts ist verschoben worden oder sonstiges bis zum heutigen Zeitpunkt. Also passt mal auf, der jetzige Battle Pass wurde erstmal vor ein paar Wochen geändert, beziehungsweise die Beschreibung. Hier stand nämlich Kapitel 3 Season 4 bis zum 3. Dezember. Das war nämlich davor der Fall. Und jetzt wurde das Ganze geändert zum 2. Dezember. So sieht das Ganze ja aus, wenn wir ins Live-Event reingezogen werden, Leute. Alles wird voller Chrom und wir gehen rein mit unserem Squad. Genau das ist die Animation, die dann so in der Lobby stattfinden wird. Das Lustige dabei ist, der Background von der Lobby ist einfach nur ein Hintergrund von den Tornados, Leute. Und das haben sie als Background genommen für die Lobby. Das haben jetzt die Leaker rausgefunden. Hier seht ihr ja gerade im Hintergrund, wie das Ganze ausschaut. Sehr interessant, was man hier rausgefunden hat auch. Leute, ganz wichtig, die neue Season fängt bald an. Benutzt bitte meinen Creator-Code Sevil, denn dann kriegen wir den krassesten Battle Pass zur neuen Season. Ach, übrigens, hatte ich schon erwähnt, dass ich zur neuen Season 10 Battle Pässe verlose, wenn ihr mich abonniert habt und meinen Creator-Code Sevil drin habt? Der Countdown wurde bis jetzt noch nicht gezeigt und wir wissen bis jetzt noch nicht, wo der Countdown stattfinden könnte. Aber Leute, wir haben eine ganz, ganz kleine Vermutung. Und zwar könnte tatsächlich der Countdown in der Nähe von Sanctuary auftauchen, weil ja da das Live-Event auch stattfinden wird. Ja, dort ist auf jeden Fall die Hauptlocation und hier könnte der Countdown auftauchen, genau dort, wo ihr dieses gelbe Ding seht. Natürlich wird auch höchstwahrscheinlich ein Countdown in der Lobby auch angezeigt werden. Tatsächlich könnten alle drei Inseln, die wir je auf Fortnite gesehen haben, vom Zero Point zersplittert oder vom Chrom eingenommen werden. Und zwar die Fortnite Kapitel 1 Map Athena, die Fortnite Kapitel 2 Map Apollo und die Fortnite Kapitel 3 Map Artemis. Natürlich bekommen wir, wie schon in den letzten Videos gesagt, ein Free Reward, wenn wir beim Live-Event dabei sind. Hier sehen wir den Zero Point und um den Zero Point herum ist nämlich das Chrom. Und wenn wir uns das Ganze mal ganz genau anschauen, sehen wir hier drei Linien, die in den Zero Point reingezogen werden. Es könnten die drei Maps sein in Fortnite. Das sind nur Theorien, Leute. Das Ganze ist nicht bestätigt. Wie schon gesagt, die drei Kapitel-Maps und dann, dass wir in die Kapitel 4-Map reinkommen. Könnte es sein, dass der Zero Point alle anderen Maps einsaugen wird. Warum auch immer. Könnte es sein, muss aber nicht sein. Natürlich haben wir noch ein paar andere Eventnamen, die das Ganze nochmal so ein bisschen leaken, das Event. Und zwar haben wir hier ein paar Codenamen, wie zum Beispiel Zero Point Teleporting. Also der Zero Point tut sich teleportieren. Einen Tunnel, einen Build-Up, also das Ganze versucht sich aufzubilden, das Ganze wie bei einem Job, bei einem Lead, ja, das Ganze fängt langsam an und dann, boom, gibt es vielleicht eine Explosion. Collide, Nug-Pickup und ein Exit. Ja, es wird auf jeden Fall eine Art Explosion geben, eine Art Fusion oder eine Art Kontakt und zwei Dinge, die sich dann sozusagen berühren und explodieren. Und es gibt einen Ausweg, den Exit. Das ist jetzt hier gefunden worden. So, wir wissen aber ja damals, bei dem schwarzen Loch hatten wir ja auch so ein kleines Game, was wir zocken konnten, mit einer bestimmten Tastenkombination. Dieses Jahr wird das wohl ein bisschen anders sein, weil ja Fortnite auch ein bisschen down sein wird und hier bekommen wir auch sozusagen einen Extra-Modus. Damit wir nicht einfach nur warten, wie die Server down sind oder zugucken, wie die Server down sind. Und es gibt höchstwahrscheinlich einen Storyline-Mode, der uns die ganze Storyline erklärt, wo wir uns das Ganze anschauen können und vielleicht auch selber rumlaufen können, damit es nicht zu langweilig wird für uns, solange Kapitel 4 down ist. Und vielleicht erklärt uns auch dieser Storyline-Modus, warum wir jetzt in diesem Kapitel 4 sind und warum wir da und da sind. Genauso wie damals, wo wir ins Meer gespielt worden sind, auf einem einzigen Baumstamm und so langsam sind wir ja zur Insel gekommen. Sowas ähnliches könnte dann der Story-Mode sein, nur dass uns halt alles erklärt wird. Und wir können auch höchstwahrscheinlich auch wieder ein Minigame dort zocken. Es gibt hier ein paar Codenamen, die jetzt vielleicht nicht so viel verraten. Einmal ein Cage-Saddle. Dann werden wir in der Lage sein, Dinge suchen zu können. Wir können an den Zero-Point reinfokussen und es gibt eine Art Race-Tag. Also ganz, ganz komische Sachen, die wir hier auf jeden Fall kriegen, während dem Event, Leute. Wichtig zu erwähnen, sorry, das, was ich euch jetzt gerade gesagt habe, ist nicht, wenn Fortnite down ist, sondern wird
während dem Event stattfinden, also während dem Live-Event, wenn wir zum Beispiel warten müssen oder so noch, wenn dann Countdown runterläuft, nur damit ihr Bescheid wisst. So, schauen wir uns aber jetzt mal ein paar Umfrageskins an und hier können wir vielleicht etwas über das Nichts erfahren oder vielleicht wissen wir nämlich, wer das Nichts ist. Viele gehen davon aus, dass das Nichts nämlich dieser schwarze Typ aus der Umfrage sein soll. Es ist nicht bestätigt, aber es sieht auf jeden Fall so aus, als ob das Ganze passen würde. Was denkt ihr, kann dieser Skin das nicht sein? Oder ist das einfach nur irgendein Skin, was mit der Fortnite-Story da nichts zu tun hat? Wir wissen ja alle, dass Gwen Stacy in diesem Season Pass drinne war. Wir haben ja auch verschiedene Teaser bekommen mit ihrer Hand und. Tatsächlich hat ja Hypixel da noch etwas gepostet. Und zwar kann es höchstwahrscheinlich sein, dass jetzt endlich bald Miles Morales tatsächlich kommen wird. Und das Ganze ist sozusagen eine Bestätigung, da er von vertrauenswürdigen Personen die Info bekommen hat, dass wir auf jeden Fall Miles Morales entweder in dem Battle Pass oder im Shop bekommen. Und ich denke höchstwahrscheinlich mit dem neuen Kapitel. Wir wissen ja, dass wir pro Battle Pass immer 7 bis 8 neue Skins bekommen. Und das Ganze schon seit Season 1 so, beim allerersten Battle Pass. Der einzige Battle Pass, wo wir keinen einzigen Collabo-Skin hatten, war Kapitel 2 Season 1 Battle Pass. Dort hatten wir keinen einzigen Skin, der irgendwas mit Marvel, Star Wars oder sonst was zu tun hat. Das waren reine Fortnite-Skins. Ich denke aber, dass wir in diesem Battle Pass auf jeden Fall 1 bis 2 Collabo-Skins sehen werden. Genauso wie beim letzten Battle Pass, den wir hatten. Wir können auf jeden Fall erwarten, dass wir Shuri auch noch bekommen von Black Panther nämlich. Man sieht sie und Agent Jones ja auch im Comic und die haben auf jeden Fall eine Konversation. Wir wissen ja, vor kurzem kam ja auch der neue Black Panther Film raus. Deswegen könnte ich mir gut aus vorstellen, dass das ein Battle Pass-Skin sein könnte. Wir wissen auch alle, dass Geno, der Vater von den zwei Schwestern, auch revealed worden ist. Es gibt nämlich auch in den Umfragen 2 verschiedene Stile von Geno. Einmal eine junge Geno-Variante und einmal eine komplett weiße Variante. Tatsächlich war es schon oft so, dass Umfragen-Skins, wenn diese 2 oder 3 verschiedene Stile selbst in der Umfrage haben, kommen diese Skins nicht immer, aber wahrscheinlich in den Battle Pass rein. Ja, wir wissen ja auch immer, Battle Pass Skins haben auch meistens auch noch Skins bzw. Stile, die man freischalten kann später. Und das könnte hier so ein Skin sein, wo wir dann später in einer coolen Variante freischalten können. Wir kriegen zum Beispiel im Battle Pass den normalen jungen Geno und dann später können wir dann seine geisteskranke Form freischalten, nämlich in dieser weißen Uniform. Oder zum Beispiel auch diese 2 Varianten von Sloan. Einmal eine Dr. Sloan, die Superkräfte mit Sand hat und einmal eine Dr. Sloan, die so ähnlich wie in den 70er Jahren angezogen ist. Solche Skins, wie gesagt, können öfters in den Battle Pass reinkommen als andere Skins, da sie mehrere Stile haben. Das könnte sein, dass wir sie auch noch im Battle Pass bekommen. Viele gehen ja auch davon aus, dass Dr. Sloan beim Live-Event nicht gestorben ist, weil sie ja kurz bevor die Hand vom Mecha-Roboter auf sie schlägt, sie die Tür von dem Panzer zugemacht hat. Wir wissen ja, jedes Mal, wenn wir durch den Zero Point durchgehen, wird von uns ein Snapshot erstellt in einer anderen Realität, von demselben Charakter. Wir wissen ja auch, dass Donald Master zum Beispiel ein Zero-Point-Bild hatte als Banner und es könnten auch neue Skins, die dem Zero-Point ähneln, in den Battle Pass kommen von der Umfrage. Wenn wir uns mal dieses Bild anschauen, dann ist dieser Skin aus der Umfrage ein guter Kandidat für den Battle Pass. Was wir auch in den Dateien gefunden haben, dass es neue Dinge gibt, wo wir unsere Skins oder Waffen noch mehr customizen können. Zum Beispiel eine Waffen-Mod-Modifikation, wo wir vielleicht Sachen an die Waffen dran machen können oder. Das wäre zum Beispiel richtig cool, wie ihr hier im Hintergrund seht. Tatsächlich ist dieses Live-Event sehr, sehr groß, Leute. Aber wenn wir uns das letzte Live-Event anschauen, von der Größe her, ist das Zersplittert-Event von den Dateien ein bisschen kleiner als das Kollisions-Event. Ja? Aber meiner Meinung nach wird das ein sehr, sehr großes Event sein. Das Kollisions-Event war ja auch nicht schlecht, deswegen wird das auch sehr, sehr wild. Das waren auf jeden Fall kleine Battle Pass-Previews von mir, Leute. Wir hatten das schon jedes Mal in jedem Fortnite, in jeder Season, dass Survey-Skins, also Umfrageskins, auch so ins Spiel reinkommen, sei es im Battle Pass oder nicht. Das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis dann, haut rein und ciao, ciao.